Wir machen Kamele. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu Gwen Sky und Georgs Gateway Games. Ja, alles genial ist das ja hier. Ja, richtig. Ja, die genialen Gateway Games, weil der Name ist dann doch ein bisschen zu lang. Wir haben uns gedacht, genau. Wir kürzen das wieder auf auf geniale Gateway Games. Und Gewürzgurken Gateway Games würde ja nicht passen. Ja, ja. Nur von Buchstaben. Ja, die Gamele. Gamele, oh, ja, genau, wir machen jetzt einen. Oh, war der schlecht. Der war richtig schlecht. So. Gammel-Kamele. Die Gammel-Kamele. Wow. So, wir sind hier bei, haben hier Camel Up für euch mitgebracht, ne? Oder Camel Up und Camel Cup. In der Gateway-Version, ja, genau. Das ist nämlich wirklich ein Camel Cup. Da sieht man hier, das C wird zweimal verwendet. Ja, also für das eine Kamel und für das andere Cup. Das war ein Riesenstreit, ne, damals. Und jetzt haben sie es dann in der neuen Version eindeutiger gemacht und haben das C weiter hochgesetzt für den Camel, das Camel Up. Ja. Genau, ich glaube, den Hut schmeiße ich jetzt erstmal weg. In der Sonne ist es warm genug. Zack. Wunderbar. Ja. Wir sind ja in der Sahara, haben ja auch den Sand schon hier ausgelegt auf dem Tisch. Das hier ist eine schöne, geile Promomatte, zu der wir dann natürlich auch noch kommen. Also hier das Grundspiel, hier das Spiel, die neue Auflage davon. Genau. Sehen wir dann, was das einen Unterschied hat. Und hier fangen wir mal mit dem Grundspiel an, oder? Genau, ja. Jawohl. Was ist denn Camel Up oder Camel Cup? Ja, da kommen wir als Beduinen. Mhm. Wir sind Beduinen und kommen dahin. Wir reiten nicht selber mit Kamelen daher. Das wäre zu anstrengend. Wir haben einfach nur das Geld. Mhm. Und wir sehen, wie hübsche Kamele hier drumrum reiten. Rumsdibums, genau. Auch sehr lustige Illustration hinten drauf mit den ulkigen Kamelen. Genau. Ja. Und das sind hier auch die ulkigen Kamele. Das kann man mal hier sehen. Da könnt ihr mal da reinzoomen vielleicht. Nee, warte mal, das sieht ja scheiße aus. So. Ja, genau. Ja. Das sind zwei Höcker oben. Aus Holz sind die, ne? Wichtig. Aus Holz. Die Holzkamele. Und die Kamele haben eine tolle Eigenschaft. So nicht, sondern so auch nicht. Nein, man muss darauf achten, wenn die gleich stehen, können die übereinander hüppen. Genau. Das ist genau der Witz an diesem Spiel. Und der Witz auch bei diesen Zugreihenfolgen, die wir dann haben. Dann natürlich. Sie starten ja hier auf den Startplätzen hier. Das würfelt man aus mit einer sehr imposanten Würfelpyramide. Jawohl, ich habe hier die Würfelpyramide. Ja, es ist, ihr kennt natürlich die Spielepyramide alle in Karlsruhe, ne? Aber das ist es nicht. Da könnt ihr Camel Cup kaufen oder Camel Up kaufen. Ja, genau. Aber hier wird gespielt nur. Das ist die Pyramide. Ja, das ist die Würfelpyramide. Und dann drückt man da so drauf einmal und schon hat man die blaue 2. Genau, das bedeutet, jetzt können wir nämlich dieses Kamel um 2 nach vorne hüppen. So. 1, 2, genau. Richtig, dann würde dieser Würfel hier drauf kommen und dann nimmt man sich doch nochmal so ein Plättchen, ne? Dass genau, man nämlich am Schluss eine Münze hat, denn nicht wer die meisten Münzen hat, gewinnt natürlich am Schluss. Wir wollen ja hier ordentlich Kohle machen bei dem Rennen. Münzen sind Siegpunkte und deswegen werden die Münzen auch da hingelegt und dann kannst du dir da eine nehmen, wenn du da immer gewürfelt hast. Das heißt, zum Start der Runde, wenn man dran ist, kann man sich entscheiden zu würfeln und dann würde das hier passieren. Würfel hier hin, Karte nehmen. Und der Georg wäre in der Reihe. Und zu Beginn der Runde hast du auch noch hier ein Sonderplättchen und 3 Geld. Ja. Das müssen wir auch noch machen hier. Fata Morgana und die Oase hieß es damals, ne? Jeder Beduine, ganz genau. Fata Morgana. Fata Morgana. Genau. Erste allgemeine Verunsicherung, genau. Ja, stimmt. Und hier noch ein bisschen mehr Geld. Das legen wir mal zur Seite. Fata Morgana. Geld brauchen wir jetzt nicht beim Erklären. So. Aber wir haben hier noch Wettplättchen, das ist ja noch auch noch was. Das ist stimmt, ja auch die brauchen was. Wir auch noch. 5-3-2 für Blau und 5-3-2 für Orange? Ja, ich glaube, die lassen wir so, oder? Die lassen wir so, das reicht das. Also jeder kriegt hier diese, oder hier liegen diese Plättchen aus. Wer die als erster nimmt, kriegt 5 Münzen. Wenn das blaue Kamel nach der kompletten Runde vorne liegt, wenn es zweiter ist, bekommt es eine Münze, wenn es allerdings weiter hinten liegt, dann -1. Und dann
Genau. Da, ja. Dennis fast natürlich gesagt, was ist eine komplette Runde? Richtig, ja. Ja, das heißt nämlich, eigentlich geht das hier, das, wenn das erste Kamel hier ins Ziel reitet, ist das Spiel vorbei. Richtig. Dabei. Es gibt aber Etappen. Weil wenn Etappen, man, stimmt. Weil so wenn man hier ja. alle Würfel rausgeholt hat, also alle, deswegen legt man sie auch hier hin, dann sieht man, alle fünf sind abgelegt, dann ist eine Etappe vorbei. Und nach jeder Etappe werden diese Wettplättchen hier ausgewertet. Genau, richtig. Und die natürlich auch, die man hier gesammelt hat beim Würfeln. Dann bekommt man das Geld, dann werden alle Würfel wieder reingemacht und eine neue. Eigentlich schon, jetzt gibt es aber noch ein paar tolle Sachen, das muss man zum Beispiel sagen. Nehmen wir an, es würde gelb eine 3 würfeln. 1, 2, 3. Und dann hüpft das Kamel oben drauf. Das Kamel, was oben ist, reitet immer mit den anderen mit und führt. Das ist immer das Kamel, richtig, was vorne genau. ist. Wenn jetzt blau weiter reitet, so, dann ist grün immer noch erster. Ne? Ganz das genau. Ist der Gag eigentlich an der Sache. Und auch wenn grün dann beschließt, weiter zu reiten, alleine weiter zu reiten, dann reitet es alleine weiter. Richtig. Kommen die anderen nicht mit. Das wie, ist das. Wie können wir das denn verhindern? Aha. Mit diesem Plättchen. Und zwar, hier gibt es eine Seite, die sagt minus 1 und eine Seite, die sagt plus 1. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel hier die minus 1 hinten, das sieht man hier gar nicht, wir gehen mal hier zurück. Genau. Wenn wir das hier hinlegen und blau würfelt eine 1, dann würde es hier drauf kommen und wieder 1 zurückreiten und ich würde eine Münze bekommen. Genau. Und dann, ein besonders toller Trick, was passiert, wenn gelb eine 1 würfelt? Der Dennis kriegt ja schon wieder eine Münze, der Sack. Ja. Und dann geht das gelbe Kamel einen zurück und das blaue ist aber oben. Drunter, dann, weil genau. die müssen nämlich zurück, müssen die drunter unter den Stapel gehen. Und das gleiche gilt natürlich mit dem Plus, nur dass das Kamel dann eben nach vorne reitet. Ganz genau. Vorne, nach vorne reiten heißt auch immer draufsetzen, oben drauf auf die Hand. Aber wir wollen natürlich auch noch mehr Kohle machen und zwar ganz zum Schluss. Und dafür gibt es diese Karten hier, upsie. Ja. Das heißt, wir haben von jeder Farbe, von jedem Kamel quasi einen Wettschein. Das sind, glaube ich, die Wettscheine, aber halt hier so ein finale Wettschein. Und zwar, wir können nämlich auf das Gewinnerkamel wetten und auf das Verliererkamel. Und die legen wir dann in unserer Runde, statt zu würfeln oder statt das hier hinzulegen, sagen wir, ich habe mal hier die Ahnung, dass das Kamel gewinnen wird. Genau, das heißt aber nicht Gewinnerkamel, das heißt das dolle Kamel. Oh, das ist das dolle Kamel. Das dolle. Das andere ist das olle Kamel. Das olle Kamel, was ganz hinten läuft. Ne? Mhm. So wird dort gesprochen in Ägypten. So spricht man in Ägypten. Das ist ägyptischer Slang. Ja, das ist, genau, wunderbar. Und man trainiert an der Würstchenbude in Herne-West. Genau, ja, das liegt auch da bei Ägypten, so ein bisschen südlicher. Genau. Ja, und hier kann man natürlich noch weitere Karten spielen, wenn man merkt, ups, ich glaube nicht mehr, dass das gewinnt. Dann kommt jemand an und kann dann noch weitere Karten hier hinlegen. Und am Schluss, wenn natürlich das erste Kamel das Ziel erreicht, dann wird die Reihenfolge festgelegt, wer gewonnen hat, wer nicht. Dann werden die umgedreht und dann der Reihe nach geschaut, wer hat jetzt richtig gewettet. Okay. Wenn man falsch liegt, kriegt man eine Münze abgezogen. Der erste, der richtig liegt, bekommt 8 Münzen, der nächste 5 und so weiter. Gleiches gilt für das Verlierer. Kamel. Richtig, ja. Genau, da muss man auch sagen, einfach nur organisationshalber, ihr dürft, also wenn ihr dran seid, dürft ihr entweder euer Plättchen hier legen dabei, das ist, glaube ich, darf man auch nicht umlegen, das legt man nur einmal so oder so rum, wie ihr wollt, ja, auf ein freies Feld oder darf, muss auch im Abstand von 1, von mindestens einem anderen Feld sein oder und muss frei sein. Also man kriegt es nicht zurück, sondern man verlegt es nur an eine andere Stelle. Oder ihr dürft natürlich, wie gesagt, schon ein Kamel ziehen dabei. Das ist die zweite Aktionsmöglichkeit. Die dritte wäre, eine von diesen Wettkarten hier nehmen. Und die vierte wäre dann eben, entweder eine von den großen Wettkarten zu spielen. Richtig. Das ist das. Wir haben schon Runden gehabt, sage ich mal. Das war ein bisschen langweilig. Da ist jeder immer auf die Kamele gegangen und so. Man muss auch mal ein bisschen dieses Zock-Element da mit einbauen, dann wird das ein richtig spaßiges Spiel. Wie viele Leute waren das Standardspiel? Ich glaube, bis zu 8 geht das. Ja, weil das hier ist auch bis 8 und da kommen wir gleich dazu. Die haben nämlich noch was mit reingebaut, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das dann... Es gab ja auch ein paar Erweiterungen. Es gab ja dann noch Erweiterungen, dann gab es die Erweiterung noch, die ist hier auf der Matte damit vorgezeichnet. Stimmt. Das ist das mit dem Fotoapparat. Der Fotoapparat, das ist dann auch eine Aktionsmöglichkeit, dass man diesen Fotoapparat versetzt. Das war dann so eine Fotostativ-Dingens, das hat man dann hier hingestellt und dann hat das in die Richtung fotografiert und hat man irgendwie Punkte gekriegt. Wenn ein Kamel dann da
sich gezeigt hält, hat, direkt gezeigt davor hat, genau. Direkt davor hält. Man hat sich dann quasi hier außen hingestellt und dann hat man hat das Kamel, wenn das Kamel genau da anhält, dann hat man da für jedes Kamel, was da drauf ist, glaube ich, Geld gekriegt. Ja, so irgendwie war. Man konnte dann auch immer als Aktion den Fotografen umstellen. Und ja, und dann haben wir da noch diese Würfeldinger hier, ne? Das ist nochmal so eine Tribüne, ja. Das ist ganz cool gewesen in der richtigen Erweiterung. Hier auf der Matte hat man das nur drauf, hier. Das waren so Extrawürfel, da konnte man als Aktion diesen Extrawürfel nochmal reintun, und? Der nur eine 0 oder eine 1, 0, 1, 2, nee, der 0 oder 1 gezeigt hat. Richtig, ne? Irgendwie so, ja. Mhm. Oder irgendwas komisches jedenfalls dann. Aber, ja, nee, nur oder 0, 1, 2, keine Ahnung. Aber jedenfalls so ein bisschen weniger gehen konnte als das. Mhm. Und den konnte man reintun und dann konnte man natürlich nochmal gucken, dass der letzte oder so noch immer einen Sprint vorlegt. Und dann nochmal ein bisschen die Wetten durchmischt und so. Ja, hat nochmal ein bisschen Würze mit reingebracht. Ne? Und hier bei der Matte, das war eine Probomatte. Das ja, ne? Probomatte. Die hat ja noch so einen Wirbelsturm drin. Das ist, wenn man hier auf das Feld kommt, muss man zurück. Wenn man hier kommt, muss man vor. Also das bringt nochmal so ein bisschen Reihenfolgen durcheinander. Genau. Ja. Das macht es ein bisschen dann noch spannender. Ja, genau. Jetzt die ägyptischen Glocken läuten hier gerade. Wow. Die Sphinx schlägt. Ich glaube, wir sollten das Rennen starten. Ja, das Rennen muss starten. Genau. Ich sehe auch hier. Ich glaube, jetzt hört man vielleicht gar nicht in dem Mikrofon. Meinst du? Könnte sein. Also hier bimmelt es. Hier schlägt 13, aber hier haben wir noch die schönen Geldkarten. Ja. Ja, so 20er und 10er hier. Dann habt hier Pegasus-Spiele bzw. Eggert-Spiele hier noch eine neue Version gebracht. Aha! Und da zeigen wir euch doch mal, wie die aussieht. Das denn, wollten wir auch schon mal sehen. Denn ja, die haben nämlich hier ein bisschen was geändert. Vielleicht können wir nicht alles wegräumen, weil dann kann man vergleichen, was denn hier denn so ein bisschen anders ist. Ja, natürlich, ist. Das ist noch besser, wenn man gar nichts, gar nichts Halbes wegräumen kann. Genau. Jetzt schauen wir mal, was natürlich für ein richtiger Eyecatcher, warum auch immer, hat man das gemacht. Und zwar, pass auf. Boah, die Palme. Ja. Die Klapppalme, die bei Kindern wahrscheinlich. Dafür ist es auch kleiner, das Ding. Ne? Ja, das auch, ja. Das wird nicht. Nee, jetzt so. Ah, ja. Okay. So, jetzt, das wird nochmal größer hier. Und zwar haben wir hier die. Also, man sieht, das ist ein bisschen, kompakt. Hier haben sie es etwas in einem Kreisverkehr hier gemacht. Und, ja, hier sind ja die... Aber es sind auch 16 Felder, interessant. Ja, genau. Ja, die Blättchen, die Wertungsblättchen oder diese Scheine hier sind halt jetzt, ja, eigentlich auch so Cardboard, werden hier hingelegt. Hier sind dann wieder die Gewinner und die Verlierer-Kamele. Und ein bisschen flippiger als die anderen, ne? Ja. Die wir hier hatten, ne? Oh, ja, gut, okay. Wobei das hier erstmal eher mit Comic-Darstellung ist. Das hier, ne? Ist, ja, das Original ist eher so ein bisschen comichafter und das ist so ein bisschen die ernstere Schiene, sag ich mal. Achso, ist so ein ernstes Spiel geworden. Ja, genau, ne? Ist ein ernstes Spiel geworden. Aber sie haben jetzt eine Plastikpyramide gemacht und etwas kleinere Plastikwürfel. Ja, die werden dann hier reingemacht, hier oben dann zu und dann drückt man hier drauf. Und dann kommt der Würfel raus. Ich muss auch sagen, der Mechanismus hat mir zwar auch gut gefallen, aber es ist tatsächlich so, dass da nicht immer was rauskommt dann. Ja, so hier? Da, ja. Ja, aber hier, ja. Oder. Da, jetzt zum Beispiel, jetzt. Aber dann muss man dann immer ein bisschen schütteln und dann geht das auch wieder. Ja. Also hier, aber hier hängt auch schon der zweite dann drin. Ne? Also ja, das ist gut, die haben einen Ersatzgummi, aber das kann schon mal ein bisschen sich abnutzen. Ne? Und das ist bei der hier vielleicht ein bisschen besser, wobei hier oben macht man auch immer das Ding ja auf und zu, aber... Bis jetzt noch keine Ermüdungserscheinungen der Pyramide hier. Und ihr habt das ja immerhin schon zweimal gespielt, oder? Ja. Ja. Das, und dann passt das ja. Und hier die Oase und Fata Morgana haben sie jetzt in Zuschauerplättchen umbenannt. Und das heißt dann Zujubeln und Ausbuhen. Aber macht eigentlich das Gleiche. Das Gleiche, ja. Aber allerdings haben sie jetzt etwas kleinere, glaube ich auch. Obwohl, die sind relativ... Ja, ein bisschen kleiner. Können die aufeinander hüppen? Dann können die zusammenspielen? Ja, genau. Das sind aber jetzt so Plastikkamele, ja. Und der Vorteil ist, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so runterrutschen, wenn man sie drauf macht. Aber ja, kann man alle starten. Quasi kompatibel, ne? Aber was sie jetzt geändert haben, aber ich glaube, das war auch in der Erweiterung von dem alten Camel-Up, sie haben das weiße und das schwarze Kamel mit reingemacht und die Standardfarben sind diese hier. Und die sind nämlich ein bisschen verwirrt. Und zwar, die laufen nämlich in die falsche Richtung. Oh. Okay. Das heißt, wenn halt das Kamel irgendwie halt verkehrt drumherum läuft und eins der vorwärts laufenden Kamele kommt hier drauf und das schwarze läuft, also weil man diesen Würfel hier gewürfelt hat, dann läuft das Kamel rückwärts. Läuft hier.
Das heißt, der Schwarze, die spielen dann eigentlich gar nicht mit, die können gar nicht gewinnen. Richtig, die können nicht gewinnen, die können nicht zu der Endwertung, die machen nur das Spiel ein bisschen verrückter. Und die laufen auch rundrum. Also die, wenn die dann durch sind, laufen die dann. Allerdings teilen sie sich einen Würfel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der halt rauskommt und bewegt wird, ist natürlich gering, aber sie ist da. Okay. Genau, und dann haben sie hier das Geld haben sie ausgetauscht in Plastikmünzen. Also es gibt jetzt quasi nicht mehr 10er, 20er, sondern nur noch 5er und 1er. Ja, finde ich jetzt nicht so hübsch, aber ist ein bisschen griffiger vielleicht. Was sie noch reingebracht haben, was aber erst ab 6 Spielern, glaube ich, möglich ist, und zwar sind Verträge. Wow. Und zwar jeder bekommt so einen Vertrag. Das heißt, wenn ich dran bin, kann ich sagen, oh, der Georg, der hat auf das blaue Kamel so einen Schuldschein mit 5 Münzen gewettet. Das kriege ich ja jetzt nicht mehr. Ich gehe mit ihm einen Vertrag ein. Das heißt, ich gebe dir meine Vertragskarte, du musst mir deine geben. Und dann haben wir einen Vertrag. Das heißt, wenn du das gewinnst und die 5 einheimst, kriege ich auch 5. Haben wir umgekehrt auch einen Vertrag? Nein. Und wenn ich deinen wegnehme, kannst du auch keinen mehr machen. Ha, da bist du nämlich geknebelt an unsere Vertrags... unser Abkommen. Das ist ja scheiße. Ja, das ist halt der Vorteil, dass wenn man zu 8 spielt... Weil es kann ja sein, dass viele halt am Anfang irgendwas tun und man kann nichts mehr machen groß. Dass man vielleicht, wenn man noch drankommt, wenigstens noch von dem Kuchen was abbekommt. Aber wenn man dann weiß, dass der Dennis eh gewinnt, weil der das Spiel ja so gut kennt, ja, dann kann man auch sofort am Anfang erst die Vertragskarte spielen mit ihm. Ja, zum Beispiel. Schon von vornherein, hier, ich will mit dir alles. Ich nehme dich jetzt aus dem Spiel. Der Clou ist aber, dass man das nicht eingehen muss als der den Vertrag gegeben hat. Weil, wenn du nämlich dann so ein Verliererkamel kriegst, dann kann ich sagen, nö, ich will doch den Vertrag nicht einlösen. Aber ja, ich habe dich dann schon erstmal weggebunden, das ist gut. Ja, ja gut, das auf jeden Fall. Aber schön. Sonst hat sich, glaube ich, hier an der Version nichts geändert. Es gibt so einen Stadtspielermarker, ein Sphinx-Kamel. Aber sonst ist, glaube ich, alles gleich geblieben, ja. Ja, aber die Palme macht natürlich schon was her. Die Palme ist schon hübsch. Das hat der Peter Eggert richtig schön gemacht. Dann. Schön ja, gesagt. Hält ja, auch ganz genau. Gut, muss ich sagen. Und Tatütata. Das hören wir auch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Was kann man noch dazu sagen? Die Frage ist, oder die sich bei mir gestellt hat, es gab ja eigentlich so viele Erweiterungen für das Original Camel Up. Ja. Warum haben sie das bei dem Neuen nicht gemacht? Also nicht schon mit integriert? Oder wollten sie die Leute nicht überfordern? Oder kommt da noch was? Oder... Das neue Design. Ja, das ist halt immer so ein Problem, wenn ich so ein Geld vergeben habe. Gerade das die mit den zweiten Würfeln und sowas fand ich dann schon auch ein bisschen komplizierter, sag ich mal. Zum Dings auch hier ist das ist gerade so sättigend für jemanden, der jetzt nicht so viel spielt. Dann dabei. Ja. Das ist so gerade, passt so gerade rein. Und dann kann man, wenn einer da sagt, das ist jetzt mein absolutes Lieblingsspiel, ich möchte aber ein bisschen mehr davon sehen eigentlich, dann kann man da einfach was dazuschütten, sag ich mal. Ja, ich habe es tatsächlich vor kurzem zu 8 gespielt. Ihr habt es ja vielleicht mal aufgetischt mitbekommen. Das war nicht schlecht. Am Anfang war so, okay, was für wie viele Aktionen, was kann ich alles machen? Aber es ist eigentlich nicht so kompliziert, wenn man alle Schritte mal gesehen hat. Ja? Also es ist ja eigentlich nur würfeln, einen Schein hinlegen oder wetten auf ein Kamel. Oder halt gut diese Fata Morgana bzw. Zuschauerplättchen legen. Ja? Genau. Da ist halt so ein bisschen Strategie dabei, dass man sich überlegt, okay, wenn der Würfel von dem Lilanen hier draußen liegt, dann kann der schon mal nicht mehr laufen und wenn das Gelbe noch kommt, ist er definitiv vor dem Lilanen und solche kleinen Entscheidungen hat man da. Aber das kann man auch mit der Familie super spielen. Also ja. Das versteht die Mutter schnell, der Vater schnell, das ist alles kein Problem eigentlich. Ne? Und es ist auch relativ flott gespielt. Selbst bei 8 Personen hat es kaum Downtime. Natürlich, wenn der 8er, der wartet, bis mal alle dran waren und hat vielleicht auch das Pech, dass die 5 Würfel hier schon vorher fertig sind, aber letztendlich wandert dann der Startspielermarker und dann kann da halt trotzdem noch irgendwo ein bisschen was profitieren und ja, ich finde, das Basisspiel reicht eigentlich schon aus, ja, finde ich. Also für ein kurzweiliges, nicht zu kompliziertes Spiel. Ja. Was ja die Gateways. Bevor sein die Frage nach der Matte kommt, sollten wir vielleicht auch schon mal sowas in die Verpackung werden. Die ist da vorne am linken Pyramidenfuß. Am linken hier. Pyramidenfuß, an der linken genau. Pyramide. Ja, genau. Pyramide, hier, so. Da ist das hier. Wir sind nicht Pyramide, weil. Playmats, das war die genau. Camel Cup.
Sahara, ich weiß es nicht, ob es die noch gibt, kann ich dir das nicht sagen. Das ist lustig, die kannte ich nämlich auch noch nicht, muss ich gestehen. Das habe ich zum ersten. Ich dachte, das Grand Prix of the Sahara heißt das hier, Camel Cup. Grand Prix of the Sahara, kann man vielleicht mal in die Kamera halten, ja, bevor das Licht hier ausgeht. Unsere Softboxen machen schlapp. Die Natursoftbox. Eigentlich unsere Hardbox ist das ja. Ja, ja, die Hardbox, ja. ja das genau. Dauert eine Weile, bis die eigentlich erlischt, denke ich mal. Die ja, Softbox, ja, ja, ja. Hardbox. Denke ich auch noch. Aber es wird schon dunkler, ne? Ja, ja, wird schon ein bisschen, dunkler. Ne? Ja, wir neigen uns dem Ende des Rennens hin. Genau. Und grundsätzlich wirklich ein tolles Spiel für auch Leute, die nicht so viel spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon viele damit ein bisschen zum Spielen gebracht und zum Schmunzeln gebracht davon. Aber wirklich, dass, wenn man da so ein paar Kröten dabei hat, die da einfach nur gerne würfelig halt, dabei sind, dann funktioniert das nicht so ganz. Dann drischt ein Kamel eventuell doch nach vorne und dann alle haben ihre Plätzchen gelegt und dann kann man auch nur noch die Summe auszählen und dann hat man auch maximal 15 oder 20 dann gesammelt und nicht die richtigen knackigen Sachen, wo man da ordentlich die Wettplättchen alle leer werden. Ja. Das ja, passiert da nicht. Ja. Ich denke, ich würfel jetzt, das sind so die, ich will die alle ärgern. Und dann kommen die Taktiker ins Spiel, ne? Die sagen, okay, wenn der jetzt hier ständig würfelt und dann fangen sie an zu, okay, das könnte jetzt noch nach vorne und ich suche mir hier so ein Wettplättchen aus, weil die geben ja mehr Geld. Wenn man es wirklich schafft, an erster Stelle zu sein, 5 Punkte. Ne? Und wenn man einer der Ersten ist, die sich 2 Plättchen sogar holen dann, und man hat das Erste und Zweite, kriegt man 6 Münzen. Das ist immerhin mehr als 2-mal würfeln. Ne? Also das gibt ja nur 1. Aber ja, das ist so kleine Taktikdinger sind drin, aber generell ist es doch recht überschaubar. Gerade wenn man ein Wettplättchen nimmt, dann guckt man, dass der andere, dann sieht der, macht der Nächste irgendeinen Quatsch. Ja, ja. Das ist sowas von. Ich habe das auch einmal gemacht, da waren wir kurz vor Ende des Spiels. Ich hätte noch wirklich das Spiel zu Ende machen können mit den Würfeln dann, aber da habe ich gesagt, nein, ich nehme noch ein Wettplättchen, das wäre noch eine Marke mehr. Ja, dabei wäre noch ein Geld mehr, was ich da nehmen konnte. Und dann hat der Nächste einen Würfel wieder reingeschmissen, also einen von den anderen Würfeln da reingeschmissen. Und dann ist das so komplett an mir vorbeigelaufen. Alle Wettplättchen waren im Eimer dabei. Das war so super. Das macht das Spiel aus. Genau das macht das Spiel aus. Ja. Genau so ist es. Wunderbar. In diesem Sinne. Ja, genau. Falls es euch gefallen hat, sagt mal Bescheid, ja, schreibt einen Kommentar drunter. Falls ihr mehr sehen wollt aus der Spiele-Sahara hier vor der Spielescheune, sagt Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen nach oben da, lasst uns ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Genau. Und so weiter und so viel. Werft ein bisschen mit Sand, wenn es euch gefallen hat. Und genau, aber nicht in die Linse. Die Linse war teuer, das geht nicht. Das ist nicht gut, nein. Nicht aber vielleicht hättest du ja genug Geld gewonnen beim Kamel. Ja, genau. Ne? Dann kannst du eine neue Linse kaufen. Genau, bei über 100 kommt man nicht hier mit der Linse. Das ist glaube ich nicht. Das ist so 30, 35 oder sowas, das habe ich schon gesehen. Aber das ist ganz gut. Ja, das reicht dann auch von den Münzen her. Es kommt hin. Ja, ja, ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.